Moin moin und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Folge Anno 1800. Hier aus Cap Trelawney von unserer Insel Cornfold. Unsere Stadt ist jetzt schon relativ groß geworden hier. Gefällt mir sehr gut, wie sie sich hier entwickelt. Hier, wie sie sich den Berg runterzieht, den Hügel hinten zum Wasserfall hin. Richtig, richtig schön. Einige Tage waren Pause. Ich habe lange nicht aufgenommen jetzt, deswegen ich weiß nicht ganz genau, was wir getan haben. Ich glaube, wir hatten in der neuen Welt einiges gemacht, neue Häuser und so weiter gebaut, um die Versorgung sicherzustellen. Wir springen da mal hin. Ich glaube, wir hatten nämlich hier unten eine neue Stadt. Nee. Wo war das? Hier, mit dem Wasserfall, ja, genau. Die Stadt haben wir neu errichtet. Ich würde sagen, wir gucken mal, hatten wir die schon voll versorgt? Es fehlt an Ponchos. Es kann aber sein, dass wir das schon alles aufgebaut hatten und das jetzt nur reinkommen muss. Ne, die fehlen einfach. Aber da können wir einfach noch eine zweite Fabrik bauen. Da kommt wahrscheinlich noch mit die Röstereien schon. Das sind, glaube ich, Kaffeefelder. Ich meine, wir holen nämlich hier Kaffee her. Ich weiß, dass wir das hier versucht haben, irgendwie hinzuquetschen, weil wir ein bisschen Platz sparen müssen hier unten. Wir bauen es hier hin. So. Gucken wir mal, wie wir das dann weitermachen. Damit mehr Ponchos kommen und ich weiß nicht, da müssen wir mal gucken. Ich glaube, da gibt es nämlich die Route. Mit Kaffee müsste die sein. Wo ist die? Hier. Ne, das ist Rum. Da, das ist die. Da wird dann zum Beispiel Kaffee mitgenommen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie viel Kaffee haben wir hier an Bord, an Lagerplatz. 32 Tonnen reicht denn der Kaffee im Cap Trelawney? Wir schauen mal. Ich muss erfinderisch sein, um zurechtzukommen. Rum fehlt. Warum geht das nicht weg? Da. Ah, könnte mehr sein. Also Rum und Kaffee könnte mehr sein. Rum kommt von hier, das. Da kommt gerade ein Schiff. Das ist aber das Falsche. 200 Tonnen? Auf Ihren Befehl. Die Frage ist ja jetzt. Wo sind die Schiffe? Wo sind die Schiffe? Können wir da jetzt mal ganz schnell gucken? Die müssen da sein. Hier auf der Karte sind sie nämlich nicht. Da kommen sie gerade. Hier. Neue Befehle? Okay, Rom ist aber voll. Mehr Druck im Kessel. Spielstand. Da müssen wir einfach nochmal Rum draufladen wahrscheinlich. Das wird nämlich nicht alles mitgenommen. So, damit holen wir nochmal 150 Tonnen mehr. Lassen Sie hochleben. Kaffee bauen wir gleich aus, dann gehen wir gleich nochmal hin. Wie sieht das mit Pelzmänteln aus? Wie sieht das mit Baumwollstoff aus? Ist leer. Das heißt, auch da müssten wir nachrüsten. Ja, müssten wir nachrüsten, auf jeden Fall. Oh, Fleischkonserven. Das ist wahrscheinlich eben... Oder ist schon länger weg, das Schiff. Mach das doch mal weg hier. Wie sieht das mit Fleischkonserven aus? Da können wir doch auf jeden Fall mal mehr produzieren.
geht es schon viel besser. Hm. Lässt es weit bringen? Was? Machen wir mal zwei weitere Fabriken hin. Und bauen gleichzeitig hier mal ein bisschen die Straßen aus. So. Der hatte nämlich nicht viel drauf eben. Der war ja da. Ein neuer Auftrag. Die Fertigung ist auch ein Schiff lang. Wo ist denn das jetzt hin? Hier. 8,8 Tonnen nur. Das ist ja fast nichts. Also das muss man unbedingt ausbauen. Aber wir gehen erstmal hier runter, bauen auch Kaffee neu aus. Also brauchen wir nochmal zwei Röstereien. Das passt leider jetzt nicht. Aber da passt es. Dann können wir nochmal... So, ne? Eine Farm zu wenig. Ja, das macht jetzt erstmal nichts. So, aber das Baumwollstoff fehlt. Das macht was? Wir haben aber Baumwolle sehr viel da. Das heißt... Den Stoff... Können wir produzieren. Da... Nee, doch, da auch. Können wir nämlich so machen. Den müssen wir nur ausbauen. Der ist schon ausgebaut. Und dann könnten wir da halt auch eine Mine aufbauen. Was ist das? Gold. Brauchen wir aber, glaube ich, im Moment gar nicht. So, das heißt, da kommt ja auf jeden Fall schon mal mehr nach. Dann gucken wir bei der Gelegenheit hier nochmal alles andere auch durch. Sieht aber sonst halbwegs gut aus, ja. Tortillas, da haben wir aber auch noch nicht mit angefangen gehabt, ne? Nee. Aber im Moment haben wir ja auch genug Arbeitskräfte, das müssen wir noch gar nicht unbedingt angehen. Hier ist das Problem, dass eigentlich ein Lagerhaus fehlt hier unten. Ja, muss so gehen. Muss so gehen. So, wir springen zurück ins Colony, da möchte ich weiterbauen. Wir hatten ja uns auch um Hamburg gekümmert in letzter Zeit irgendwann mal, dass die besser versorgt sind. So. Dann würde ich sagen, damit wir das freischalten, bauen wir einfach nochmal ein paar Häuser aus. Ach, das geht nicht. Ich sehe gerade, Handwerker haben wir kaum. Wir müssten nochmal hier welche aufsteigen lassen. Vielleicht auch hier diesen Bereich. Am liebsten natürlich großflächig. Jetzt fehlt es uns an Holz. Und dann müssen wir uns neue Arbeitskräfte besorgen. Dann würde ich sagen, wir bauen einfach hier nochmal ein bisschen aus. Sagte mir, die Königin spreche in den höchsten Tönen von dir. Ist das so? Von mir aus freigegeben. Jetzt bin ich gespannt, ob wir das hinkriegen. Ups. Das irgendwie wieder gerade zu kriegen hier. Ob wir jetzt hier schaffen, alle
Menschen mit einer Straße zu versorgen, weil das finde ich jetzt schon richtig cool gebaut hier. Relativ natürlich entstanden, sozusagen. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Hier könnte man irgendwie Park hinbauen. Ja, cool. Finde ich okay. Finde ich gut gelungen eigentlich. Guck mal, hier so einen Zacken drin. Achso, da ist Bahnstrecke. Dann bauen wir hier. Sind sehr große, ne? Müssen wir es so bauen? Ich weiß halt nicht, wann brauchen die hier schon wieder neue Sachen. Oh, Verbindung unterbrochen? Okay. Spielt jetzt für uns keine Rolle, wundert mich nun gerade. Was ist denn da mit dem Internet los? Oder irgendwas ist mit dem Server? Kann ja auch sein. So, oh, da kommen wir schon ziemlich nah ans Getreide ran. Da müssen wir mal gucken. Das möchte ich eigentlich gar nicht. Wobei, hier können wir natürlich schon noch bebauen und hier runter dann. Hier muss noch eine Straße lang. So, ein bisschen Grünzeug. Und dann, ich fände es ganz cool, zeige ich euch. Wenn wir es schaffen, hier so eine Zunge runterzubauen, bis hier irgendwie, dass wir in der Mitte wirklich Stadt haben und außen die Bauern oder, doch sind Bauern, nee, doch Bauern sind das. Wenn wir die außen drumherum irgendwie haben. Wisst ihr? Aber was fehlt's denen? Ach, das sind noch die neuen. Ne, dann haben wir hier in der Mitte so die Stadt hier runter sich schlängelt. Vielleicht bauen wir hier rum auch noch ein bisschen größer aus. Weiß nicht, ob hier noch Häuser hinkommen, vielleicht. Aber guck mal hier, das können wir auch schon mal ausbauen hier. Ja, fehlt an Fleischkonserven. Das ist das einzige Problem, was wir im Moment haben. Das ist denn unser Schiff? Hat gerade abgeliefert. Da handelt gerade einer und hier wird angegriffen bei uns im Hafen. Theoretisch würde ich den jetzt gerne platt machen, aber dürfen wir ja nicht. Ja, 10. Guck mal, da kommt ja kaum was an. Das ist ja Wahnsinn. Alles andere war jetzt aber okay, ne? Ja, sie sieht ja Fleisch, Wurst ist auch wieder da, Seife, Bier. Ja, die Maschine geht aber auch nach oben, also ist das okay. Rum wird jetzt mehr kommen. Gucken wir mal, ob das reicht. Gold haben wir gar nicht. Das wird alles verbraucht. Das heißt, wir könnten Gold doch nochmal nachrüsten. Lassen Sie hochlegen. Wo holen die genau das Gold ab? Das laden die auf in Alvestutz da. Wir konnten einfach nicht länger warten. Ja, macht nichts. Also hier. Zwei. Okay, da können wir aber ruhig nochmal eine bauen.
will jetzt aber an Ziegeln führen. Da müssen wir mal Ziegeln holen. Kiste unter Deck. Ich würde hier gerne auch ein bisschen den Hafen vergrößern. Eigentlich. Auch dafür fehlt es an Stein. Okay, na dann warten wir noch, weil wir hier keine großen Kapazitäten haben. Wir können auch hier die erstmal nehmen. Die können wir nicht bauen. Können die aber so bauen. So, ja, logisch. Haben wir auch nicht. Aber das Schiff ist ganz schnell da. Das ist eine ganz kurze Strecke hier rüber nur. Beziehungsweise da. Da kommt es schon. Einmal gerade rüber. Dann packen wir hier nämlich das noch aus. Dann bauen wir einmal die Mine hin. So. Und dann bauen wir noch Lagerhäuser. Na, passt jetzt nicht, leider. Okay, da passt es nicht mehr. Ist ein bisschen blöd. Es passt hier nämlich nirgendwo richtig hin. Die Waffenruhe wurde beendet. Machen wir es hier hin. Da kriegen wir nämlich drumherum. Das glaube ich auch gelöst. So. Da haben wir ein bisschen mehr Platz hier auf der Insel. Gold, das sollte aber klar gehen, oder? Wenn wir jetzt noch eine Goldmine mehr haben, dann passt es doch erstmal. So, zurück zum Kryptoloni. Haben wir da eigentlich noch eine Messinghütte? Brauchen wir, glaube ich, nicht. Das sieht alles ganz gut aus, was die Produktion hier angeht. Außer halt Fleischkonserven. Die sind schon wieder leer. Da liegt auch, die haben das Schiff versenkt da. So, der kommt aber mit 17 Tonnen. Das reicht immer noch nicht. Bauen wir gleich noch einen hin, weil Wahnsinn. Spielstand gespeichert. So. Oder fehlt das? Nee, das kann nicht sein. Es fehlt nicht an Eisen, nein. Für die Dosen, die kriegen sie schon hin. So, da würde ich gerne noch ein paar haben. Da so. Und dann lassen wir hier noch welche weiter aufsteigen. So, jetzt fehlt es am Holz. So, das finde ich cool. Zieht sich wirklich wie so ein roter Faden jetzt hier durch. Und vor allem haben wir hier auch nochmal so ein Zentrum, was ganz cool ist, wenn das ausgebaut wäre. Fehlt uns wieder am Holz.
Es geht ruckzuck. Guckt euch mal an, wie schnell das Holz wieder aufgefüllt wird. Zack, 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 weil die halt so viel noch auf Lager haben dann immer. Schön. Hier diesen Platz müssten wir eigentlich auch mal schön machen. Wir haben doch jetzt hier auch aus dem Club schön zum Beispiel den Ententeich. Warum können wir den nicht bauen? Menschen lassen sie hochleben. Doch, den können wir doch bauen. Der, wie ich finde, richtig cool aussieht. Das hatte ich mal aus Versehen freigeschickt. Das finde ich überhaupt nicht schön. Da habe ich unnötigerweise leider die Punkte vergeben. Machen wir es doch noch intelligenter und schöner. Das geht nämlich hier richtig gut. Schön, das gefällt mir. So, guckt es euch an. Kleiner, aber feiner Park nochmal hier in der Stadt. So, wir haben schon wieder 300 Holz zusammen. Aber irgendwas, achso, die sind eben erst aufgestiegen wahrscheinlich. So. Die Feierlichkeiten sind beendet. Denen fehlt es an. Ja, Fleischkonserven. Leider, leider immer noch. Dass wir da dieses Loch haben, ne? Passt da nichts rein? Nicht wirklich, wegen dieser Ecke da. Da müssen wir dann auch einen Park drin anlegen irgendwie. Ah, es sieht jetzt schon sehr gut aus hier oben. Das gefällt mir. Und wenn wir die jetzt aufsteigen lassen könnten... Oh, 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 oh. Wollte ich gerade sagen, dann können wir doch auch hier die letzte Ecke noch fertig machen. Hier, die würde ich mich gerne aufsteigen lassen. Komm, hier hinten ihr zwei auch noch. Ja, dann erstmal nicht, aber hier zum Beispiel das, ja, so erstmal könnte vielleicht schon reichen. Ja, reicht schon, und damit haben die auch die Bank. Und das heißt, wenn wir dann hier die Häuser gebaut haben, dann können wir hier anfangen, auch unsere Parks zu gestalten. Jetzt haben wir nämlich das erreicht, was wir wollten. Wir können dann die bald auch aufsteigen lassen, weil die sind auch schon fast perfekt versorgt. Da fehlt es jetzt nur noch ein bisschen an Rum, aber das müssen wir nochmal nachschauen, ob wir das verbessern können. Aber theoretisch sollte das jetzt klappen mit den Schiffen. Einfach mal schauen. Aber für heute, wie gesagt, war es das erstmal wieder mit Anno 1800. Wenn es euch gefallen hat, schaut euch diese wunderschöne Stadt an. Da hinten fährt der Zug auch durch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und schaltet dann beim nächsten Mal wieder ein zu Anno 1800. Ich bin jetzt raus. Bis dann, euer Kevin Zockt. Bye, bye.